Komm, ja, setz dich erstmal hin. Papa gibt heute ihn aus. Komm, setz da. Heute gibt's richtig. Oh, Harry, alles klar. Was ist los, Jungs? Alles gut? Tschüss, gut war. Tag, komm mal. Schön, dass du da bist, Mittler. Ich freue mich richtig. Wollen wir erstmal Getränke bestellen, oder was? Erstmal was zum Tischen, wa? Franco! Wir würden ja Getränke bestellen, wenn sie sagen. Kommt da. Das ist ein richtig alter Freund von mir. Franco, ja? Ach, Franco, ey, mein Lieber, das freut mich nicht. Ich spiel's hier mal besser. Das ist Franco, Jungs. Ach, Franco. Du bist ja bei mir, wa? Du bist ja wie immer. Eingespritzt, genau. Was ist mit dir, Uwe? Hast du Bock oder machst du wieder nicht mit heute? Und der hier ist Luzek, mein Kumpel. Habt ihr ein Fass Bier da? Wir haben ein Fass. Ja, bring mal Fass Bier, ne? Kleine, so Fässchen Pivo kannst du mir hinstellen. Roll einfach runter. Gut, das war's. Danke, Franco. Das ist ja richtig rustikal hier noch, wenn du hier hinkommst. Das ist, du hörst gleich Eros Ramazzotti, das riecht nach getrockneten Tomaten also und nach Rosmarin. Das ist einfach, das ist richtig italienisch rustikaler Flair. Ey, Tommy, guck mal, von meinem Herz. Ich will dich nicht enttäuschen, ich liebe dich, deswegen sage ich dir. Das ist nicht Franco. Das ist mein Onkel Fuad aus Palästina. Ja, da vertust du dich, mein Tina. Das ist Franco. Ich weiß, dass bei euch in der Familie alle ziemlich gleich aussehen, aber das ist mein Franco. Ich kenne ihn 20 Jahre und das kann überhaupt nicht sein. Doch, ich schwöre dir, Tommy, bitte glaub mir. Das ist nicht Franco. Ey, Luzek, mach bitte mal einen Gang ruhiger. Du bist mit 2,8 Promille schon hergekommen. Du liegst hier gleich unterm Tisch. Na, was regst du dich auf, Kurva? Ein paar Kurze habe ich getrunken. Hast du dir in den Hintern oder was? Hast du dir in den Rippen oder was? Ich weiß nicht, wen du meinst, aber er ist auf jeden Fall nicht Franco, er ist Fuad. Die machen immer so ein bisschen, du weißt doch, alle Italiener sind Araber. Mach mir das nicht kaputt, ich sag dir das, mach mir das nicht kaputt hier. Ich hab's dir gleich gesagt, Tommy. Das sind hier keine Italiener. Die sehen aus wie der Typ aus der Werkstatt, oder nee? Findest du nicht, sag mal ehrlich. Na guck mal, alle Araber sind die keine Polender, Ukrainer. Lass dich doch nicht verarschen, Jo, für eine Kümmelfratzen, Junge. Wir brauchen noch kleine, bitte, noch ganz kleine. Guck mal, 4, 5 getrunken, das ist doch Aperitif. Franco, komm mal bitte her. Sag mal, Momo sagt, du bist sein Onkel. Du bist Italiener, sag ihm das bitte. Sag ihm bitte, dass du Italiener bist. Italiener, Franco, hör mal bitte, geh mal einen Schritt zurück. Stimmt das, dass du Araber bist? Sag es mir jetzt gleich, wir sind 20 Jahre befreundet, mein Kinder. Dann sag es, sind das hier alles Araber? Franco! Franco, was ist denn das jetzt? Was ist denn das, Franco? Was ist denn das? Ich bin jetzt Franco erwischt. Er hat recht, Wallah, ich bin Arabe. Hey, wo ist das Geld? Ich hab 15 Mal Western Union nach Italien überwiesen. Wo ist das hin? So, Palästina, so meine Familie. Kann doch nicht sein. Oh, ey, das gibt's doch ja nicht. Franco, du bist ein alter Arschloch. Das macht man nicht, Mann. Das macht man wirklich nicht. Das ist menschlich gesehen Schublade ganz unten, alte Pfeife. Dann mach ich dir, Anna, Habibi, man, tach, kila, Hadan. Anna, Andi, Eile, und bitte, yani. Man, wenn ich will, was soll ich hier? Habibi Amu, was soll ich machen? Das ist mein Kumpel, ich muss ihm sagen. Ahsan, Wallah. Na, wie? Das gibt's halt. Ich sag dir eine Sache, mein Lieber. Morgen ist das Gesundheitsamt hier. Ich weiß, was hier läuft. Und die Ratten habe ich ab und zu mal übersehen mit Absicht. Aber jetzt ist Schluss. Ich bin mit dir dabei, Tommy. Ich bin mit dir dabei. Morgen rufen wir das Gesundheitsamt und dann machen wir den ganzen Laden hier zu. Und wenn es sein muss, dann schmeiß ich auch einen Kleinmüll dahinter. Nö? Hey, chill mal. Was für Ordnungsamt, Uwi. Fahr mal runter. Bevor Gesundheitsamt kommt, kann ich noch kleine haben, bitte? Uwe, das ist wirklich schön, dass du immer auf meiner Seite bist. Den Laden nehmen wir hoch hier, mein Kleiner. Na klar, ich bin doch den Kumpel, mein Männer. Was denkst du? Ich halte immer zu dir. Ey, Chef, Chef, Alfonso, komm mal bitte kurz. Bene, bene. Alfonso, komm mal bitte. Komm mal, die Bene. Sie. Si. Hallo, Nico. Okay, okay, ciao, ciao, ciao. Lobby, meine Freunde, wie geht's dir? Ja, auch mit deiner Sendung. Buon appetito. Alfonso, du, oder sag ich, heißt du Ali? Kann das sein? Was soll das hier? Ich hab euch alle entlarvt. Du hör auf mit deinem italienischen Akzent, ich raste aus. Ich hab deinen Kellner gerade seit 20 Jahren, munkelt der mir vor, dass er Italiener ist, Sizilianer. Wie kann das sein, dass deine Mitarbeiter sich hier deklarieren als Italiener, waschechte Italiener, und dann stellt sich raus, Palästina sind sie. Palästinenser sind sie. Nee, das ist, geht, können alle hören. Seht ihr das nicht in Hause? Hallo. Was ist mit deinem Koch hier? Was? Ich schwöre dir, morgen steht dir Gesundheitsamt auf der Matte. Willst du das? Möchtest du das? Überleg dir das Ganze auch. Was wird dein Kopf? Bist du der Koch, Toni, wa? Oder soll ich Tarek sagen, mein Lieber? Tarek, wa? Und warum scheiße, was redet der? Ja, hallo? Ist das der Toni? Ja. Ist das Tarek, mein Lieber? Was ist denn los? Was ist mit dir? Lass mein Film, ich hoffe, gibt's überhaupt nicht. Ich schwöre dir, ich raste. Alter, lass mal nicht umstehen, Junge, ich raste aus, der.